In der Welt nach dem Kalten Krieg sind die wichtigsten Unterscheidungen zwischen Völkern nicht mehr ideologischer, politischer oder ökonomischer Art, sie sind kultureller Art. Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir nicht sind und gegen wen wir sind. Im Kampf der Kulturen werden Europa und Amerika vereint marschieren müssen oder sie werden getrennt geschlagen. Heftige Sätze geschrieben hat sie vor über 20 Jahren der Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington in seinem ja mittlerweile berüchtigten Buch Der Kampf der Kulturen. Wie bei so vielen Büchern ist den meisten heutzutage wohl nur das Schlagwort bekannt, das schon im Titel steht. Clash of Civilizations, und das deswegen auch gerne von allen Seiten für ihre Zwecke zitiert wird. Worum es aber bei Huntington genau geht und wie man seine Thesen bewerten muss, darüber spreche ich in meinem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Das ist also jetzt der vierte und letzte Teil unserer Reihe Zivilisation und Kultur im April auf Kaiser TV. Besprochen haben wir Freuds Unbehagen in der Kultur, Jared Diamonds Kollaps und Norbert Elias Prozess der Zivilisation. Und im Mai wird es dann zur Feier des Monats natürlich um Marx und den Marxismus gehen. Der Monat steht also ganz unter der Frage, hatte Marx recht? Und da könnt ihr gerne noch Ideen, Fragen und Anregungen in die Kommentare posten. Und für den Juni habt ihr auch schon gewählt, die Unterstützer auf Patreon. Gewonnen hat das Thema Tierethik. Da geht es vor allem um Bücher von Jonathan Safran Foer, Peter Singer und Richard David Precht. Für die nächsten Monate könnt ihr natürlich auch die nächsten Themen auf Patreon wählen. Ab 1 Euro im Monat bekommt ihr dort extra Content und Schokolade. Also, what are you waiting for? Die Kulturkreise. Huntington schließt dann die Theorien von Toynbee und von Spengler an, die die Welt in Kulturkreise aufteilen. Bei Huntington sind das die sinesische, die japanische, hinduistische, islamische, slawisch-orthodoxe, lateinamerikanische, westliche und die afrikanische Kultur. Die westliche Kultur umfasst heute Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland und ihre wesentlichen Merkmale sind ihr klassisches Erbe, die europäischen Sprachen, die Trennung von geistlicher und weltlicher Macht, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Individualismus. Die Globalisierung aber verstärkt jetzt den Druck des Westens auf andere Kulturen, was man auch Kulturimperialismus bezeichnen kann. Man hat darin eine gewisse Hoffnung gesehen, durch Konsum und durch westlichen Lebensstil zu Aufklärung, Demokratie und Moderne weltweit. Das westliche Lebensmodell habe so viel Attraktivität, dass sich die jungen Menschen in den anderen Kulturkreisen dann danach sehnen werden und es annehmen werden und eben auf lange Sicht auch so leben wollen. Das hat aber auf der anderen Seite Gegenbewegungen auf den Plan gerufen, Bestrebungen zur Wiederherstellung von kultureller Identität, von Selbstbehauptung gegen den amerikanischen Kapitalismus, gegen den Lifestyle, gegen die freizügige Popkultur. Huntington sagt, es sei ein Irrglaube gewesen, dass die westliche Kultur, der Konsumismus, die nicht-westlichen Kulturen zerstören oder verändern könne. Die Besinnung auf die eigene Kultur. Dabei muss man natürlich betrachten, wann das Buch geschrieben wurde. 1996, zu einer Zeit, da der Kalte Krieg gerade zu Ende war und man glaubte, dass nun ein neues goldenes Zeitalter anbrechen würde. Kein Krieg der Ideologien mehr, ein globaler Friede, eine Welt für alle. Aber wenn künstliche, ideologisch bestimmte Grenzen wegfallen, dann besinnt sich der Mensch offenbar wieder auf das, was ihn historisch immer schon ausmachte, Herkunft, Religion, Sprache, Sitten, überlieferte Werte, kurz auf seine Kultur. Also der Jugoslawienkrieg ist da nur ein Beispiel von vielen. 1996 war der Westen auf dem Höhepunkt seiner Macht wegen wirtschaftlicher Stärke, wissenschaftlichem Know-how und seinem Militär. Aber in all diesen Punkten waren damals schon die nicht-westlichen Gesellschaften dabei aufzuholen. 1920 zum Beispiel beherrschte der Westen die Hälfte der Erde, 1993 war es gerade noch ein Viertel
Und mittlerweile ist es bestimmt noch weniger geworden. Hinzu kommt, dass die Bevölkerungen der westlichen Gesellschaften stagnieren oder schrumpfen, während die von anderen Kulturen stark zunehmen. Der wichtigste Faktor aber ist das Wachstum der Jugend in muslimischen Ländern, sagt Huntington. Der Anteil von Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung ist in einigen Ländern höher als 20%. Historisch gesehen war ein starker Bevölkerungsdruck und ein sogenannter Youth Bulge immer schon ein Garant für Aufruhr und Instabilität. Und das Phänomen, was damals am meisten überraschte, wirtschaftliche Entwicklungen zogen eine Hinwendung zu traditionellen kulturellen Werten mit sich. Wir im Westen haben ja den Eindruck, dass es immer mehr in Richtung Aufklärung geht, dass man sich automatisch von der Religion abwendet und dass das irgendwie ein unumkehrbarer Prozess sei. Aber global gesehen gibt es nicht nur im arabischen Raum, sondern auch im südamerikanischen Raum, in Südostasien eine Rückkehr zu Religiosität. Die Kernstaaten. Warum sind nun einige Kulturen erfolgreicher als andere? Huntington beantwortet das mit der Theorie der Kernstaaten. Ausschlaggebend für die Bedeutung einer Zivilisation ist die Tatsache, ob sie einen oder mehrere Kernstaaten besitzt, um den herum sich dann Mitgliedstaaten gruppieren. Kernstaaten des Westens sind natürlich die USA, auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien. In Asien ist es natürlich China. Aber der Islam, Lateinamerika und Afrika besitzen keinen Kernstaat, der bei inneren und äußeren Konflikten dann als Mittler auftreten könnte. Und das verhindert die Entwicklung. Ein weiterer Grund für das Vorherrschen, aber auch den zerstörerischen Einfluss des Westens auf andere Kulturen, ist die Behauptung, westliche Ziele seien im Interesse der Weltgemeinschaft. Also die Vorstellung, es gäbe universelle kulturelle Werte, die seien aber zufällig mit denen des Westens identisch. Und das ist dann westlicher Kulturimperialismus, gepaart mit der Arroganz des Westens, zu denken, man wisse alles besser und der eigene Lebensstil sei der einzig wahre. Wie vermessen ist das denn bitte? Aber im Rest der Welt regt sich Widerstand gegen den westlichen Universalismus. Die Möglichkeit der westlichen Einflussnahme wird dann immer weiter und immer stärker zurückgehen. Konflikte gibt es dann in folgenden Bereichen. Die militärische Entwicklung. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts haben nicht westliche Kulturen im Vergleich zum Westen massiv aufgerüstet. Dann als zweites Demokratie und Menschenrechte. Der Islam und Asien haben sich als weitgehend resistent gegen westliche Demokratisierungsbemühungen erwiesen, sagt Huntington. Diese Kulturen verurteilen das als reinen Menschenrechtsimperialismus. Und als drittes Einwanderung. Muslimische und afrikanische Einwanderer in Europa sowie mexikanische Einwanderer in den USA, sagt Huntington, werden die Bevölkerungsstruktur des Westens deutlich verändern. Krisenherde der Zukunft. Diese Krisenherde, das sind natürlich auch der Terrorismus, die Bürgerkriege, auch staatlicher Terrorismus in Form von Luftangriffen. Heute kommen noch Drohnenmorde hinzu, dann Wirtschaftssanktionen. Alles deutete bereits 1996 darauf hin, dass diese Konflikte an Schärfe gewinnen würden. Doch auch die Gefahr eines Krieges zwischen den Kernstaaten ist real, war damals real, ist vielleicht heute auch noch real. Werden die USA bereit sein, den Führungsanspruch Chinas in Ostasien zu akzeptieren? Und die Chinesen, die werden Amerikas Einmischung in ihrer Region auch nicht länger tolerieren. Für den Westen, sagt Huntington, gibt es aber nur zwei Strategien, um mit dieser Entwicklung umzugehen. Ein Gegengewicht bilden, also eindämmen, notfalls mit militärischen Mitteln. Oder sich anpassen, sich einordnen, sich unterordnen, in der Hoffnung, dass die eigenen Interessen dann gewahrt bleiben. Aber Huntington will natürlich Ersteres. Dazu müssen die USA, zum Beispiel Japan, sich als Bündnispartner warm halten, um ein Gegengewicht gegen Chinas Hegemoniestreben in Asien aufzubauen. Auch Russland und Indien müssen als Bündnispartner gewonnen werden, weil sie zwischen den beiden Kulturkreisen immer hin und her pendeln. Die Zukunft des Westens. Wie steht es um den Westen heute? Einerseits ist die Zeit kriegerischer Expansionslust einem Frieden innerhalb des westlichen Kulturkreises gewichen, zumindest weitgehend. Allerdings gibt es noch Anzeichen eines allmählichen Verfalls.
Nachlassende Arbeitsmoral, steigende Kriminalität, religiöse Gleichgültigkeit, dann die Verleugnung und die Verächtlichmachung des westlichen Erbes, die Betonung von Differenzen zu Ungunsten von Einheit, was dann ein Teile- und Herrscherspiel zur Folge hat. Die USA müssen sich, sagt Huntington, ihrer europäischen Wurzeln besinnen und dem multikulturellen Relativismus eine Absage erteilen. Multikulturalisten befördern den totalen Zerfall amerikanischer Werte, aber, Huntington sagt auch, Monokulturalisten wollen auf der anderen Seite die ganze Welt in ein gigantisches Amerika verwandeln und das ist eine nicht minder gefährliche Tendenz, die Konflikte mit anderen Kulturkreisen weiter schürt. Das ist das, was mich am meisten wütend macht. Vermessenheit. Die Zukunft des Westens hängt nach Huntington nun davon ab, dass Amerika und Europa sich ihrer gemeinsamen kulturellen Wurzeln besinnen, enge wirtschaftliche und militärische Partnerschaften bilden und eine neue Phase des euroamerikanischen Einflusses in der Welt beginnen. Zugleich muss man aber Abschied nehmen von der Annahme, dass die westliche Kultur universell sei und von allen Menschen anzustreben ist. Dies ist nicht nur arrogant, sondern eben auch äußerst gefährlich, weil es zu einem großen interkulturellen Krieg führen könnte. Die beste Methode zur Vermeidung von Konflikten besteht nach Huntington darin, Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und Gemeinsamkeiten zu suchen. Kritik. Natürlich hat dieses Buch zu ziemlicher Kritik geführt, zu simpel, zu simplifizierend, auf klare Konfliktlinien und einfache Gegensätze zu reduzieren. Das gibt halt Halt und angesichts der wachsenden Unübersichtlichkeit Sicherheit. Und es ist zu sehr auf Konflikt und Kontroverse hingeschrieben. Sollte man nicht vielmehr das Vereinende in den Fokus rücken? Zudem kann man in guter wie in schlechter Hinsicht immer wieder auch Verbindungen zwischen den Kulturen erkennen. Zum Beispiel die Kooperation von Saudi-Arabien mit den USA. Wie passt das dann da rein? Oder auch die Tatsache, dass islamistische Extremisten oft im Westen gelebt und dort studiert haben. Wie passt das zu dieser Theorie? Huntington widerspreche sich zudem selbst, sagen Kritiker. Und ihr habt vielleicht hier schon die Gegensätze gehört. Einerseits ist multikulturalistischer Relativismus der Untergang des Abendlandes. Die amerikanischen Werte müssen beschworen werden. Andererseits ist das aber auch westliche Arroganz und Kulturimperialismus. Einerseits soll man Konflikte vermeiden, andererseits soll man durch Militärbündnisse Gegengewichte schaffen und notfalls eben militärisch eingreifen. Und dann ist Huntingtons Kulturbegriff essentialistisch. Kultur ist für ihn schon etwas Unveränderliches, Überzeitliches, ein Monolith. Paul Berman hat 2003 ja argumentiert, dass es eine islamische Zivilisation oder auch eine westliche Zivilisation eigentlich gar nicht gibt. Der Unterschied etwa zwischen schiitischer, sunnitischer oder alevitischer Ausprägung ist ja gewaltig und das kann man für alle Kulturkreise, die Huntington aufzählt, zeigen. Das sind im Grunde genommen auch nur kollektivistische Konzepte. So eine unveränderliche Kultur zu behaupten, der die Mitglieder dann notwendigerweise fest angehören, ist tatsächlich eine Form von Rassismus oder Kulturalismus, der sagt, weil jemand in der und der Kultur geboren ist, denkt er so und so und daran kann er auch nichts ändern. Wie vermessen. Ja, aber wirklich du. So wie Huntington das versteht, führt das natürlich zu einer Art Kulturdeterminismus. Es muss so kommen, aber Kulturen sind dynamischer, als sich Huntington das vorstellt und können im Austausch voneinander lernen, wie es ja auch in der Vergangenheit immer wieder war. Vielleicht ist es sinnvoller, einfach diese produktiven Möglichkeiten zu betonen. Am prominentesten auf der kritischen Seite ist vielleicht das Buch von Amartya Sen, Die Identitätsfalle, warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Sen warnt davor, die Menschen auf ihre religiöse Identität zu reduzieren. Klar, Menschen besitzen nicht nur eine religiös geprägte Identität, sondern mehrere Identitäten. Jeder Mensch ist Mitglied einer Vielzahl von Gruppen, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Beruf, Essgewohnheiten, Sport, Betätigungen und so weiter. Menschen gehören vielfältigen Gruppen an und unterschiedlichen Kollektiven, die ihre Identität prägen. Und wenn Menschen auf ihre alleinige Zugehörigkeit zu einer Religion oder auch zu einer Nation oder auch zu einer Klasse
reduziert werden, dann führt das unweigerlich zur Leugnung von Vernunft und Wahlfreiheit, sagt Zen. Menschen aber haben Wahlmöglichkeiten und sie haben die Fähigkeit zum Zweifeln und zum Infragestellen auch ihrer eigenen Kultur. Eine Fähigkeit, die natürlich von Aufklärung und Bildung und Begabung abhängt. Vielleicht ist es ein bisschen banal, dieser Gedanke von Zen. Natürlich, der Mensch ist nicht nur durch seine kulturelle Zugehörigkeit allein geprägt. Die Frage ist natürlich, inwieweit trägt die kulturelle und die religiöse Prägung durch eine Kultur dazu bei, dass Aufklärung und Bildung eine solche Macht im Leben des Individuums haben, dass es seine eigene Identität dann auch in Frage stellen kann. Dass es diese Wahlfreiheit auch als solche erlebt und annimmt. Natürlich muss man sehen, dass viel von dem, was Huntington vor über 20 Jahren vorhergesagt hat, auch so eingetroffen ist. Die Konfliktlinien haben sich verschärft. Die Frage ist natürlich, wie viel ist dazu beigetragen worden von Menschen, die von einem Clash of Civilizations geredet haben und immer reden wollten. Das ist ja immer die Gefahr. Sieht man da einem bestehenden oder drohenden Problem ins Auge und benennt es mutig? Oder ruft man es erst auf den Plan, indem man es beschwört, eine self-fulfilling prophecy? Oder ist es gar eine Art Rechtfertigung für Kriegsbestrebungen? Weil die anderen Kulturen sich nicht aus sich heraus in unserem Sinne verändern werden, sind Militäreinsätze im Sinne einer Eindämmung leider notwendig. Ja, wie Ron Paul sagt, diese Theorie mag auch nicht viel Sinn ergeben, aber sie ruft die Angst hervor, die für die Kriegstreiberei benötigt wird. Jetzt, wo man das nicht mehr mit dem Kommunismus machen kann und dann eben auch 96 nicht mehr machen konnte, wie es die Domino-Theorie gerechtfertigt hat, dann muss es eben die Kampf der Kulturen-Theorie machen, die muss herhalten. Im Hintergrund stehen aber immer nur geopolitische Interessen im Sinne von Einfluss und von Ressourcen. Die westlichen Regierungen können nicht arabischen Terrorismus finanzieren, aufbauen, provozieren und dann behaupten, ganze Kulturen würden gegeneinander kämpfen. Und die westlichen Regierungen können auch nicht den Tod von über 4 Millionen Muslimen im Nahen Osten seit den letzten 17, 18 Jahren in Kauf nehmen oder willentlich herbeiführen, sowie die politischen Machtverhältnisse komplett destabilisieren und sich dann beschweren, dass es eine Radikalisierung der einen Kultur gäbe. Und die extremistischen Lager beider Seiten, aller Seiten, profitieren von dem Narrativ des Kampfs der Kulturen. Man gibt den wenigen Radikalen einen Grund, die Hypothese vom Kampf der Kulturen Wirklichkeit werden zu lassen. Beide extremistische Lager benötigen die dadurch geschürte Angst, um die Massen erst für ihre Zwecke in Bewegung zu setzen. Bei der Behauptung eines Kampfs der Kulturen geht es meines Erachtens mehr um die Herstellung von Zustimmung zu illegalen, präventiven Kriegen, zu Drohnenmorden, zu Wirtschaftssanktionen. Manufacturing Consent. Na, das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Kampf der Kulturen verhindern könnt ihr, indem ihr Unterstützer auf Patreon werdet. Natürlich ab 1 Euro im Monat könnt ihr dort exklusiv schon Material bekommen. Oder ihr spendet für Aufklärung und Bildung über PayPal und Bitcoin. Oder ihr kauft mein Buch, das hier. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. I've been breathing since the day I was born. And today, I work in a grocery store. Cha-ching!